Ach so, dein Verein war. Dein Verein spielt. Hey, ich darf jetzt drei Waffen tragen. Geil, habe ich gar nicht gesehen. Wow. Sterbe ich noch hier? Fuck. Ich darf nicht so stehen bleiben bei sowas. Wenn so viel hier los ist, dann. Ich brauch schnell das Schild, das auflädt, ey. Ja, mache ich ja auch. Ich vermeide ja auch Süßes. Was ich jetzt hier habe, ist halt Salzstangen halt. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und wem drückst du denn die Daumen, HSV? HSV oder Hoffenheim? Ha. Voll die unnötige Frage. Ja, vielen Dank. Denkt daran, wir haben immer geöffnet. Hast du Termin? Nur Spaß. Verkauft! Gib mir, wenn du bluten, kommst du zu Nina. Ja, nicht voll, ey, krass. Erstmal verkaufst du wieder. Ja, passt schon. Besser als so nackig rumzulaufen ohne. Geiles Flugzeug wäre toll, um schnell von A nach B zu kommen. Hamburg! Ich hasse es, mich zu verlaufen. Was haltet ihr von diesen Wegen, die man immer so zurücklegen muss hier? So allgemein die Fans von Borderlands, sind das. Ist das, nimmt man das einfach in Kauf? Ist das cool? Oder du gehörst einfach dazu? Kann man währenddessen immer was Neues entdecken, wenn man durch die gleichen Gegend latscht, oder? Scheiß Viecher. Hier ist gar keine Ecke zu verstecken. Und hier? Da kann man nicht. Ja, kann man nicht. Ich kriege das Gesetz! Am liebsten würde ich drin rumtanzen. Okay, loot mir aber nicht. Ja, geht mir ähnlich, HSV. Aber mein, es wäre schade, wenn ich aufhören würde. Ich hab's ja geholt und. Ja, verschwendet. Der Kohle und so. Und vielleicht wird es ja noch spannender. Will auf jeden Fall nicht aufgeben. Hat man ja gesehen bei Evil Within, da habe ich mich ja durchgekämpft. Also bis jetzt bin ich von dem Loot selbst noch nicht ganz so begeistert. Waffen habe ich bis jetzt eine komische gefunden. Wie ist denn das? Es gibt 50 Level, gell? Habe ich schon, glaube ich, gestern gefragt. Kann man Level 50 erreichen, indem man die Hauptstory das erste Mal durchspielt oder muss man die zweimal durchspielen?
Aber im Einzel war das so, dass man die öfters durchspielen musste, um Level Cap zu erreichen. Ich muss ja reisen, gell? Verlassen, genau, und schneller. Achso, schauen wir mal, wohin muss ich denn genau? Schnellreisestation, hier muss ich. Verdammt, wo bin ich eigentlich? Was ich ein bisschen altmodisch finde, ist, dass man die Quest erstmal, dass man L extra den Questlog hat und dann muss man noch mit M drücken, um zu sehen, wo sie ist. Das hätten sie zusammenfügen können. Und was ich noch altmodisch finde, ist, dass man nur eine Quest tracken kann, nicht mehrere gleichzeitig. Das ist schon über die Jahre überholt, schon bei mehreren Spielen. Da bist du. Ich schick dich auf die dunkle Seite. Also finde ich jetzt hier. Gefällt mir absolut nicht, ich werde Borderlands auslassen und nebenbei ein wenig WoW-Verarbeitung machen. Sofort zu FIFA zocken. Ja, WoW-Verarbeitung habe ich auch noch vor mir. Aber ich weiß nicht, ob ich das im Stream machen soll. Aber ich muss da schon einige Stunden vorbereiten, umloggen, Sachen sortieren, hin und her schicken. Also schon mehrere Tage, glaube ich. Flasks hier, Ports, alles vorbereiten. Müssten mir auch Videos anschauen von den ganzen Inis, dass ich die Bosse alle kenne und so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hatte noch gar keine Vorbereitung für das Spiel. Normalerweise würde ich ja die Beta zocken und dann alle Bosse mir anschauen, Taktiken auswendig lernen, probieren, testen, aber will ich das erste Mal einfach nackt ins Spiel starten. Ist viel Arbeit, Gags, ja? Es ist pervers mehr Arbeit, deswegen werde ich anscheinend überlegen, das Spiel halt casual zu spielen. Ob mir das dann gefällt? Lol. Nach so vielen Jahren so richtig hardcore, dann auf einmal total low angehen. Mal gegen. Wo ist denn dieser... Wo ist eigentlich diese eine Quest hier? Aber gut, vielleicht können wir das ja mit Hilfe des Streams noch besser angehen. So, hier soll ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Mission verfügbar, nichts ist umsonst. Hier ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Der Gag steht direkt drauf. Und sieht wieder mal nichts. Punkte kann ich vergeben hier. Ah, hier endlich eine Handvoll Kugeln. Erhöht die Magazingröße aller Waffenarten für dich um 3. Passt. Wunderbar. Kann ich schon mal mehr tragen. Ich habe heute schon über 120 Gegner gekillt. Wehren die sich nicht oder wie? Du kannst ja selber entscheiden, wir sind so oder so da. Okay, cool. Das freut mich. Ja, ich schaue, was sich so ergibt, auch zeitmäßig. Es kann sein, dass ich gerade in der scheiß Woche muss ich dann den ganzen Tag irgendwo in der Reha sein oder sowas. Sprich von morgens bis abends und dann kann ich nur kurz spielen, aber ich kann nicht mehr nicht bringen. Ich habe nicht Bock schon wieder 2 Jahre zu warten auf das nächste Add-on.
Ich möchte an dem 13.11. die ganze Woche durchspielen. Einfach. Am 13.11. bis von mir aus zum 20. durchspielen. Gibt's nicht. Pause hier. Kann ich mal kurz hinlegen, ein, zwei Stunden. Einfach streamen, weiter streamen hier. Wird sich umfallen. So ist das halt beim Add-on. Das macht man als langjähriger Fan. Jo. Aber als langjähriger Fan ist, schätze ich mal, die Mission da oben, oder? Nicht hier drin. Also ich stehe auf dem Ausrufezeichen. Und hier ist keine Quest. Na gut, dann lassen wir das. Die schätze ich mal irgendwo da oben drin, an anderer Ebene. Aber ist mir auch egal. Machen wir weiter. Ja, wie gesagt, kann Bad Timing sein. Wenn ich da nicht hingehe, kriege ich Ärger. Das ist echt... Das kann scheiß Bad Timing sein, leider. So. Gut, dann suchen wir uns da hin und spawnen wir ein schönes Auto und fahren dahin. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also irgendwie cheaten oder so. Gut. Ich habe dem eine Chance gegeben, eine Quest anzunehmen. Ging nicht. Deswegen fahre ich jetzt dahin, wo ich hin muss. Wo ist das? Hier abgeben. Nee, die Story-Mission muss ich eigentlich machen. Wir bauen uns eine Roboter-Armee. Ja, aber die kann ich trotzdem abgeben mit den Tierchen, wenn ich schon die habe. Was hast du denn gemacht, Tim? Was du sagst, eine Crazy Night. Was hast du denn wieder angestellt hier? Was hast du wieder angestellt hier? Für crazy Sachen hier. That crazy Tim, though. Jo, gibt es. Gibt es. Jetzt, wo ich frei bin. Gibt es Gizmo. Da habe ich mir schon einen Gedanken gemacht und auch schon überlegt, wie ich das alles haben wollen würde, teilweise. Vielleicht zusammensetzen, irgendwie Brainstorming machen, dass wir mehrere Ideen haben. Aber ich habe da so eine grobe Vorstellung. Gibt's ja. Gibt's auch direkt den Befehl, wenn du unter Twitch haust und auf Share klickst, dann kannst du direkt den Code rausnehmen. Kannst du das Video einbinden lassen auf der Homepage. Unter dem Video steht das Share-Ding, dann kannst du direkt einbinden, den Chat und das Video. Das kann man ja ganz groß promoten. War in einem Club feiern, Dr. Motte war... Nee, echt? Wie? Wow, ich will auch. Spinnst ja. Sieht die Zukunft so hell aus. Ein neues Leben verlangt einen neuen Namen. Felicity. Das bedeutet Glück. Von jetzt an bin ich Felicity. Okay, Skipper. Jetzt bist du Felicity. Skipper heißt jetzt Felicity. Okay, verbinde mich. Ich rufe den Zug. Kann aber ein paar Minuten dauern. Ja, in der Zeit kommt der Mobs und wollen mich dann hindern, oder? Okay. Hab ich es denn nicht gelesen? So, ich drück, Mobs kommen. Schießen! Wo sind sie? Schnell, die müssen bestimmt hier kommen.